So, Hallihallöchen, Handsome Peter und Handsome Hugo hier. Und wir spielen auf Team, wie es hier unter unserem Namen steht, Operation Tango. Wir haben die Demo schon gespielt und wir waren schon sehr zugetan von dem Game. Das ist zwar schon ein bisschen draußen, aber wir kamen noch nicht so zum Aufnehmen. Jetzt ist es soweit. Wir haben was zu hacken und was zum, ja, eher praktischem Einsatz zu tun. Wir haben uns auch schon die Rollen festgelegt. Ich darf den Agenten spielen und Hugo spielt Alistair B. Fleming, den Hacker. Hugo, du darfst übrigens auch was sagen, ne? Also, das ist jetzt kein monologisches Let's Play. Ja, also, geht auch gar nicht. Ja, dann loaden wir mal unsere Characters. Oh yeah. Ja, du darfst was hier. Hugo hat heute seinen Spaßvogel. Ah, oh, Mission 1. Eine Karte, okay, die gab's in der Demo nicht. Du darfst auswählen. Keine Ahnung, ich wähle gerade aus. Ah nein, wir beide, okay. Das ist alles immer, alles immer dieses Emoji, stimmt, wo die sich die Hand geben. Das ist, darauf baut das Spiel auf. Das ist my man. Abgeschlossen. Ach, guck mal, es gibt auch tatsächlich, dass man das als beide Charaktere abschließt. Wir starten in den Niederlanden, das ist gut, so lernen wir auch ein bisschen Geografie beim Spiel. Ein viraler Raub. In Rotterdam. Oh. Okay, wenn einer auf die Charakterauswahl geht, dann gilt das für beide. Sorry. Jo, dann würde ich mal sagen, das starten wir. Ah. Wir sind beide drin. Good morning, agents. Willem van der Berg is a dangerous Dutch businessman known to forcefully acquire technological prototypes and patents and resell them to the highest bidder. This time he crossed the line and stole the genome map of a deadly virus. We can't Corona. Let this biological weapon fall into the wrong hands. Today, van der Berg is out of the country on a business trip. Your mission is to take advantage of his absence and retrieve the virus genome from the vault in his downtown penthouse. Good luck. Alter, die Frisur ist einfach on point. War da gerade auch mein Charakter als Frisur oder war bei dir was anders? Immer mein Charakter. Oh, bei mir war meiner, wie er auf dem Motorrad fährt mit einfach fettem Afro. Okay. Normale Kommunikation. Scheiße. Hugo. Ich hab deinen Stream geschlossen, ich bin bereit. Jetzt haben wir einfach zwei Probleme, ne? Problem Nummer eins. Ich kann jetzt nicht kurz eine halbe Stunde zu dir fahren, kurz auf deinem Bildschirm gucken. Das ist verboten. Dann kommt die Operation Tango Polizei und haut mir die Nüsse weg. Und wir müssen verbal kommunizieren. Okay, pass auf. Wir machen das jetzt so, weil jede Nachricht hat ja vier Seiten, okay? Mhm. Wir sagen immer vor jeder Kommunikation, ob das ein Appell ist, ob das eine Wir-Botschaft ist, eine Beziehungsaspekt. Ich habe in Deutsch eine 4. Scheiße. Okay. Ah, weiß ich jetzt nicht. Appell. Drück bereit. Ich bin bereit. Here we go. Your first steps are to get to the penthouse and to infiltrate the vault. Oha, ich bin in Technik. Okay. Oh ja, das ist aber, was wir ja in der Demo gespielt haben, oder? Wir zwei haben die Demo gespielt. Oder habe ich die mit Yannick gespielt? Du hast mit Yannick gespielt. Oh, okay. Das heißt, für dich ist neu. Für mich, ich kenne jetzt zumindest das erste Kapitel schon. Das heißt, ich mache erstmal ein bisschen Elektromusik an. Van der Berg-Netzwerk. Zugriff erzwingen. Du, pass mal auf, Hugo, der Fahrstuhl, der läuft noch nicht. Willst du mal starten? Überwachungskameras. Warte, und der ist auch tatsächlich echt ein bisschen Lash. Oh ja, okay. Ja, mach mal hier ein bisschen cooles Theme rein, weil das ist ja nur Boden und Glas. Das ist Elektro. Okay, dann Aufzug starten. Ja, ein bisschen Dankeschön. Sommerlich. Ja, guck mal, davon rede ich doch. Oh yeah, pass auf. Pass auf, ist Pass auf, der siehst Horror. Du mich? Hi, na? Der Horror. Oh, oh. Yep. Nein. Oh, was? Ich kann was aktivieren. Das ist so cool gemacht. Okay, ein bisschen Santa Rockmusik. Claus. Oh yeah, rockige Weihnachten. Ah, die Musik kannst du nur bestellen. Ja, ja.
Nee, wir sind ja grad Ende Sommer oder so, wir sind am Strand. Küsschen, oh, das gibt ein Achievement. Wenn ich dir eine Kusshand gebe, gibt das ein Achievement, wie schön. Heck yeah. Gleich da, 3, 2, ich seh dich. Oh, jetzt habe ich gar nicht die tolle, ja, okay. Warte. Mach mal hier validen Zugang, bitte. Da. Dankeschön. Oha, andere Kamera. Ich sehe dich. Ja, du kannst mich voll stalken. Okay, pass auf. Der Typ ist ausgeflogen. Der ist auf, was weiß ich, Urlaub oder so Zeug. Aha, der hat seinen Cocktail stehen lassen. Hugo, der ist noch gar nicht so lang weg. Hugo. Da ist noch Eis. Siehst du das? Da ist noch Eis in seinem Cocktailglas. Der kann noch nicht so lang weg sein. Vielleicht kommt er zurück. Weil er sein Eis vergessen hat oder so. Scheiße. Ich sehe einen fetten Tresor. Okay, pass auf. Okay. Ich brauche jetzt, du bist mein Lieblingshacker, ich brauche jetzt dein, hier einen Passcode, bitte. Oha, zustimmen. Natürlich helfe ich dir. Entschlüsselungssoftware wird geladen. Okay, pass auf. Das ist unser erstes Game. Ich versuche dich hier zu unterstützen. Okay. Oh, das wird gleich so richtig eklig, weil der Punkt steuert teilweise automatisch. Der steuert. Oder steuerst du auch was? Nee, ich steuere hoch und runter. Ah, ich nach rechts und links. Okay, pass auf. Hoch und runter. Teamwork. Oh yeah. So, jetzt wird's eklig. Also. Du steuerst links und rechts. Ich rechts, links, du oben. Oh. Ah, warte, ich mach nach links. Scheiße. Ah, fuck. Wow, what the fuck? Okay, geh mal rum. Nein, geh unten. Jawoll! Easy. Ja, Traumspione. Okay, pass auf. Okay, ich hab Tresorraum, Knoten. Jetzt. Sicherheitssysteme. Alter Hugo, das ist einfach so ein Bonz. Ich sag's dir, in seinem Tresor ist einfach ein Aquarium. Ja, das kann ich nicht. Das sieht so gut aus. Das sieht einfach so strong aus. Holy shit. Okay, das sieht so schön nicht aus, auch wenn ich das noch aus der Demo größtenteils kenne, aber es sieht so schön aus. Ja, ich bin jetzt hier. Ah, hallo, stopp. Okay. Du musst hier ist ein Sicherheitssystem, das musst du deaktivieren. Ja, du läufst jetzt geradeaus. Nein, stopp, zurück. Soll ich durch die Mitte? Nein, du gehst, stell dich in die Mitte. Soll ich in die Ecke? Siehst du die Kamera? Siehst du die Kamera? Ja. Da bin ich, ja, genau. Und ich läufst einfach geradeaus auf die Kamera zu. Ah, brauchst du zuerst hinten eine Ecke. Ah, geh mal von mir aus links, von dir aus links hinten in die Ecke. Ja, ich wusste doch noch, das war was mit Eckpunkten, ne? Ah ja, ich seh's. Nach vorne. Ja, genau. Okay. Muss ich alle 4 aktivieren? Nee, jetzt dann noch ein X. Da gehst du jetzt genau in die Mitte vor die Kamera, wo du gerade warst. Boah, ist das dunkel, Alter. Bist du nach rechts? Ja. So, ja. Boah. Okay. Laser-Erkennungssystem wird hoch. Ja, das wechselt, das swappt jetzt so durch 4-mal. Okay, das ist interessant. Weil ich habe hier so Regler, mit denen ich Sachen einstellen kann. Ja. Ja, wir müssen das jetzt, pass auf. So, blau 6. Hab ich? Okay, aktiviert. Das zweite ignoriere ich, obwohl, nee, komm. Blau 2100. Muss ich genau einstellen, hab ich? Okay. Das eine muss ich überspringen, sonst killen mich die Strahlen. Okay. Dann blau 60, gelb 82. 60, gelb 82. Hallo, mach doch. Scheiße. Hey, jetzt war 82. Bist du sicher, dass 82 war? Ja, ich bin mir relativ sicher, es sei denn, die Brille gibt meine Zahlen für den Zeit. Okay, ich war los. Pass auf, jetzt das andere. Blau 185, gelb 196. 185, 196. Ich zack, okay. Ach du Scheiße. Blau, und das letzte kommt jetzt noch. Blau 70, 44, 88. Lila, was lila? 88.
70 blau, gelb 44, lila 88. Komm, wir brauchen das, wir brauchen das Coronavirus. Scheiße. Warte, das ist viel zu viel Zahlen auf einmal mit Farben. Das sind drei Farben und Zahlen, hallo. Der Hacker ist Farbenzahlen blind. No. Sag blau, gelb, lila. Blau, gelb, lila, okay. 80, 54, 64. 80, 54. 64. 64. Oh, wir haben es geschafft, okay. Vandenberg, verbundene Geräte 22. Das sind safe alle seine chinesischen iPhones, mit denen er Geld in Clash of Clans farmt. Serverzugangscode 9403. Okay, warte, das brauche ich. 9403, Zugriff erzwingen. Rein. Einfach. Oh, ich kann mich bewegen. Yo, okay. Ich bin in einem Raum, der sehr blau ist, mit Bodensachen, wo ich nicht drüber laufen kann. Sonst falle ich runter. Alles gut. Ich warte dann hier, ne? Oh nein, warte. Oh, das war die Scheiße, pass auf. Oh nee, warte. Also, die bleiben ja. Okay, ich mach dir mal geradeaus bis zur Wand. Und dann mach ich dir jetzt runter. Ich sehe dich als Punkt. Ich habe jetzt gerade hier so eine Map. Kannst du springen? Nein. Du kannst nicht springen, okay. Es sind noch keine Plattformen, die sich bewegen, oder? Doch, das sind Plattformen, die sich bewegen. Die ist ganz rechts, die zwei Teile, wo ich jetzt hingucke. Siehst du, wo ich hingucke? Nein, ich sehe dich nur als Punkt tatsächlich. Okay, deine Plattform wird gleich gelöscht auf der Bahn. Wenn es das ist. Ja, dann soll ich das gleich sehen. Dann soll ich das. Ja, ich sehe es. Ja. Okay, ich weiß, wo der ist. Mhm. Warte, ich muss kurz. Ich check kurz einmal rum. Also, die sind. Okay, pass auf, jetzt kannst du hier nach oben. Okay, ja, genau, ganz am Rand. Oh, da kommt eins. Auf der anderen Seite ist auch eins. Du wurdest von einem digitalen Lichter ausgelöscht. Oh, du startest da. Okay, pass auf. Also hier links ist ein Weg frei. Hier ist frei? Ja, okay, dann gebe ich dir mal bis dahin durch. So, du musst mir jetzt das Go geben, wann ich dir nach drüben Also leuchte auch hinter dem her wahrscheinlich, oder? Macht mehr Sinn. Ja. Okay. Fährt rüber und go. Und genau, wir sind jetzt genau hinter dem. Weiter. Okay, hast geschafft. Okay. Okay, hier sind mehr so Löschteile. Hä? Warte mal. Ah, die gehen jetzt einmal durch, oder? Oh, okay, die haben Tempo. Warte. Die gehen doch einmal durch und dann verschwinden die. Okay, auf der anderen Seite. Die gehen beide von oben nach unten. Ja. Ne? Oder halt von der einen Seite. Auf der anderen Seite kommen zwei. Gleichzeitig. Zwei gleichzeitig? Ja. Ist eins. Nee. Ist eins. Sieht nur so aus. es ist im Wechsel, okay. Ja, wie machen wir das jetzt? Warte, ich zeig dir jetzt mal kurz einen provisorischen Weg. Du gehst jetzt gleich hier rüber. Okay. Dann hoch. Dann links, dann wartest du da und dann gehst du rechts und rüber. Okay. Also links und rechts ist jetzt für dich natürlich blöde Sicht, aber du weißt, wie ich es meine. Ja, ich weiß. Okay, pass auf, du gibst nach mir, oder? Wo ist denn? Ja, es kommt gerade wieder. Ja, wir warten das noch kurz ab. Und dann gehst du jetzt hier rüber. Genau, links, ja. Ja, vor. Jetzt wartest du. Richtig. Achso, ist es schon drüben? Okay. Und jetzt wieder zurück. Oh, zurück. Ja. Und du bist sicher, oder? Und ich bin drüben. Ja. Almost there. Now, figure out which safe contains the virus Okay. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Punkt, der in der Demo da war. Und ab dann ist das Spiel, glaube ich, für mich auch blind. Okay. Jetzt muss ich entsperren. Okay. Ich habe ein Raster von komischen Dingen. Partner sichert den Inhalt der. 9G Telekom-Projekt, hoha, was poppt hier alles auf? Virus. Hab's gefunden. Ich brauche einen virtuellen Schlüssel zum Entsperren des Tresors. Oh ja, okay, also pass auf. Visuellen Schlüssel. Ja, pass auf. Das ist zwischen B und C. Ja, also Spalte 1, oder? Du hast auch 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Ja, pass auf. Ja.
eins zwischen B und C, also der waagerechte. Da musst du eine Linie ziehen oder sowas. Ah, waagerecht, okay, ja, hab ich. Nur das. Ah, ich sehe das. Okay, also pass auf. Dann zwischen bei D zwischen 2 und 3 ist eine Senkrechte. D zwischen... Also von das von 2 auf 3 zeigt. Ja, mach mal. Ah, nee, war das senkrecht? Ah, zwischen 2 und 3. Hier. Genau, richtig. So, jetzt haben wir im Feld 3. A3, ja? Mhm. Das von links oben nach rechts unten, das Schräge. Ja, okay. Führ mal die Linie weiter bei B4. Führ mal die Linie so weiter. Okay. Und jetzt mach noch bei B3. B3 die Linie, die halt zu den beiden Linien führt. Also von links unten nach rechts oben. Okay. Genau so. Ja. Okay, Schlüssel eingeben. Sind Sie sicher, dass es der richtige Schlüssel ist? Ich bin mir zu 2% sicher. Es war richtig. Achievement. Okay, wir haben Corona. Oh yeah. Oh ja, das Virus genommen. Genommen. Oh yeah. Mission 2. Bruder, wohin führt uns das? Ein Hightech-Verdachtsfall. Nach Kanada, Vancouver. Oh. Fuck. Yeah. Good morning, agents. A mysterious cyber hitman has been wreaking havoc lately on the world's network. We think this terrorist is accessing a microchip found in smart glasses to permanently erase his victim's virtual identity, thus locking them out of their own lives. Given how secure these microchips are, this could be an inside job. So our first suspect is Nimbus Web Optics, the manufacturer of the most popular brand of smart glasses in the world. Tonight, when no one's present, you'll infiltrate the Nimbus building and network. Your mission is to access their mainframe server and dig out the engineering records of the microchip. Good luck. Ich möchte mal sagen, dass deine Frisur so gar nicht hackermäßig aussieht. Aber ansonsten gute Arbeit. Wir brechen jetzt bei der Firma ein, die Smart Glasses macht. Ja, jetzt holen wir uns einfach mal den Nimbus-Schlüssel, okay? Okay, Zugriff erzwingen. Ach komm, appreciate doch meinen shitty Joke. Das war jetzt ein Nimbus-Schlüssel. Ah. Ach okay. Gott, wie gammelig. Okay, appreciate nie wieder meine Jokes. Hör auf. Nee. Das, oh, geil, jetzt Werbung. Ah, du bist ja wieder in deinem Kämmerchen, ne? Ja, ich sehe Keller, Ebene 1, Ebene 3 und Aufzüge. Okay, ich krieg hier Werbung von der SL 360 Performance. Die besten AR-Overlays zum Optimieren der Social-Erlebnisse. Okay, du bist nicht im Keller? Nein, ich bin hier gerade noch, ich bin bei einem Wasserspender. So ein Einbruch macht durstig. Können wir chatten? Da ist irgendwo ein Chat-Symbol Ebene links eins. Unten. Ebene 1. Ebene 1? Ja, ich sehe dich. Hab dich gefunden. Wo denn? Wie machst du die hier? Kann ich auch so Symbole machen? Wie geht das? Die lassen einfach nicht. Nee, ich gucke in die Kamera und dann wird mir angezeigt, drücke E, um das zu machen. Ah. Okay, hallo? Ich könnte jetzt die Frau aktivieren. Aber ich glaube, das ist ein Fehler, ne? Good morning. No ID error. I am Aria, your augmented reality interactive assistant. Oh, ich habe. Siehst du die? Nee, ich sehe gar nichts. Ich spreche gerade mit einer AR-Person. Ich könnte jetzt einen ich möchte mit einem Vertriebspräsentanten sprechen. Ich glaube, das wäre nicht so clever jetzt. Ich hätte gerne einen Termin. Ich habe eine Frage. I'm sorry. Oh. I'm sorry. Also mir steht, dass du der Benutzer, ich sehe dich, unter dem Benutzer No ID Error. Ja, genau, vielleicht muss mir eine ID geben. Pass auf, ich glaube, ja, ich brauche eine ID. Ich habe hier interne Dienste Mitarbeiterzugriff. Oh ja, ganz viele Leute zur Auswahl. Ach komm, mach mich zu Barack Obama. Good morning, No ID Error. Ich bin Aria. Let me know if you need anything. Weiblich sein? Jung oder alt?
Lass mir, komm, such mir was aus, such mir was Lustiges aus. Okay. Ich hör Geflüster von den Leuten, das ist ganz creepy. Von welchen Leuten? So. Du siehst, keine Ahnung, von den Mitarbeitern, ich hab die alle vor mir. Ach so. Ich dachte schon, so die Stimmen aus in deinem Kopf. Und ID übertragen. Ah, ich krieg was, okay. Mhm. Ich bin J. Owen Park. Der sieht sehr cursed aus. Siehst du sein Bild? Callcenter, ja. Also teilweise. Okay. Das ist eine ID. Jo, jetzt möchte mich die Olle. Ich sehe nur, was registrierte Benutzer. Oh, ich kann gar nicht mehr mit ihr chatten. Wie scheiße. Ja, dann tschüss. Schade. Guten Morgen. Oh, da ist eine Sonne, wenn ich jetzt durch die Tür gehe. Wie schön. Vor allem ist es einfach tiefste Nacht. Schlechteste AR aller Zeiten. Ich brauche einen Termin, um das Technikzentrum zu betreten. Ja, leck mich fett. Die haben mich doch gerade schon gekrockblockt. Na gut, hier kann ich immer noch rein. Oh. Good morning, Jaeun. I'm surprised to see you ready for work so early today. Your dedication is appreciated. Ja, Mann, 5 Uhr morgens, hab richtig Bock zu arbeiten, Alter. Wo sind meine 3 Espresso? Oh, fuck. Was eine Nacht. Dies ist heute deine Arbeitsstation. Oh, guck mal, Hugo, die haben hier wechselnde Arbeitsplätze, weil das dann so voll spannendes Arbeiten macht und so, ne? Oh, wow. Neue Nebensitze. Das ist ja spannend. Ja. Pass auf, kennst du schon die 3 Kernwerte von Nimbus Web Optics? Nee. Das ist erstens Effizienz, zweitens Einsatzbereitschaft und das ist eigentlich nur ein Synonym dafür, dass man einfach Überstunden leisten muss, die unbezahlt sind, aber in schöner ausgedrückt, und Höflichkeit. Und das ist natürlich nur ein Synonym für gespielte Höflichkeit, in schwachsinnigen Kunden gegenüber, die stupid Fragen stellen und einfach scheiße drauf sind. Letzteres ist natürlich asozialer. Okay, pass auf, Hugo, du bist jetzt mal so in deinem Hacker-Web und ich bin mal kurz ein paar Stunden arbeiten, ne? Oh, ja, ja. Ich schau dir mal dabei zu. Guck mal, was ich hier noch hab. Interne Dienste. Ah, lol. Jo, also warte mal, wir sind hier Vertriebsagent. Es ist 5 Uhr morgens. Soll ich jetzt Leute anrufen oder was? Ich hab ein Mitteilungsbrett. Ich kann die Nachrichten von Leuten sehen. Roger Oliver. Hallo Leute, sucht noch jemand. Such noch einen Mitjogger für die Mittagspause. Dann PM an mich. Vor 8 Tagen. Oder zum Beispiel. Wer heißt. Ach, Imali. Marina Imali. Marketingabteilung. Warum gibt's das? Ich kann dir auch einen Termin machen, tatsächlich. Pass auf. Möchtest du. Ich brauche deine Arbeitsstations-ID einmal. Das ist die 011434. Ah, ich habe eine Kundenbewertung von 3,9 Sternen. So. Ich hoffe von 5 und nicht von 10. Welche Abteilung möchtest du denn hin? Ein Meeting. Warte mal ganz kurz. Ich bemerke gerade, ich bin eigentlich voll der Arschmitarbeiter. Ich ignoriere hier meinen Kollegen Rory McElligott. Der hat gefragt, Mittagessen? Fragezeichen. Und ich habe den einfach aufgelesen gelassen. Ja, dann gehe ich, Gott. Warte, kann ich hier auch sehen? Rory McGott? Anruf. Nein, warte. Vertriebsanrufe. Okay, pass auf, warte mal. Eigentlich bräuchte ich ja jetzt nur einen Termin, ne? Ja, wo möchtest du denn hin? Buchhaltung, Technikabteilung, Personalabteilung, Technikzentrum, Hausmeisterei. Irgendwas mit Technik. Ja, Technikzentrum und Technikabteilung, wo ich den Termin machen kann. Warte, ich lese hier gerade Kundenbewertungen. Das ist eigentlich. Das Spiel ist richtig nice gemacht. Es gibt hier voll viel. Ich kann dir ein Meeting mit und eine Uhrzeit geben. Betriebsanrufe. Anrufe sind nur während der Geschäftszeiten möglich. Aber guck mal, das Game hat Ingame-Timer.
ne, wenn wir jetzt 3 Stunden warten, dann sollte er sollte das Geschäft offen haben und dann kann ich Leute anrufen. Ich sehe hier, du hast um 11 Uhr ein Meeting in der Rechtsabteilung mit Dorian Eilimer. Ja, genau der. Okay, pass auf. Dorian. Also ich muss einen Weg zum Hauptserverraum finden, ne? Mhm. Kannst du, wenn ich jetzt meinen PC geschlossen habe, kannst du immer noch drauf zugreifen? Ja. Okay, pass auf. Ich muss ins Technikzentrum, da muss ich hin. Technikzentrum. Wie viel Uhr haben wir es denn gerade? 5.12 Uhr. 5.12 Uhr, dann machen wir wohl 5 Uhr einfach, dann soll es ja gehen. Bestätigen. Oh shit, ich komme zu spät zu meinem Termin. Du hast einen Termin gerade, ne? Ich habe einen Termin gerade. Also kommst du durch, heißt es? Ja, ich bin drin. Making good progress. Oh ja. For the mainframe server room. Ich sehe dich. Ja, Termin 5 Uhr morgens, das macht man nur einmal in seinem Leben mit. Hab dich wieder gefunden. Ist nicht ein bisschen sus, wenn der Termin um 5 Uhr hat auf einmal eingetragen? Nee. Ja. Kannst du hier irgendwelche Türen für mich öffnen? Ich will gern in die Radiometrie und Bildanalyse rein. Nein. Okay. Nein. So, pass auf, wir können den Profilometer. Ich kann PR anzeigen. Außer du willst. Ah, Ebene 2 ist geschlossen. Ebene 3 brauche ich einen Zugangscode und die Aufzüge brauche ich. Ach. Ja, also ich muss hoch, ne? Du musst, bist du mit dem Aufzug? Ja, ja. Ah ja, du sehe ja nicht, dass es ein Aufzug ist. Du hast doch überall Kameras. Oh. Ja, das sieht aus wie eine normale Tür. So, Aufzüge. Ich bräuchte eine Seriennummer von dem Aufzug, bitte. Also, pass auf. Joachim ja, Dödel. Die mittlere Zahl, nimm die mittlere Zahl, die reicht. Ach so, 77 38 403. 402 403. Welche Ebene? Komm, mach mal 2. Ebene 2. Cool, ich bin in der falschen Ebene, aber hier gucke ich mich mal kurz um. Hier hat es auch keine Sicherheitskameras, ne? Also nicht viele für so einen riesen. Warte kurz, ich guck mal kurz. Ich kann Ebene 2 auch gar nicht zugreifen. Ja, da hat es auch gar nichts, das war langweilig. Okay, gehen wir Ebene 3. Okay, eine Sekunde. Du warst in dem hier Ebene 3. Alles klar. Ebene 3. Gibt's da irgendwie einen Zugangscode, den du mir geben kannst für die Netzwerkknoten? Warte mal, also es gibt hier Research and Development, aber den Bereich kann ich nicht betreten. Ich muss mir nur kurz umschauen. Ebene 3 ist bei mir verschlüsselt. Da brauche ich einen Zugangscode für. Hey, ich bin doch jetzt Ebene 3. Ja, aber ich kann nichts machen in Ebene 3. Okay, pass auf, ich habe hier irgendwas. Okay, was Zugangscode? 6753. 6753. Perfekt. Dankeschön. So far so good. Oh. I detect heavy surveillance ahead. Hauptrechnernetzwerk habe ich und. Warum ist Kristallographie und alles geschlossen? Spektrometrie. Forschung und Entwicklung. Sicherheitsdrohnen. Oh, das klingt nicht gut. Das klingt wirklich nicht gut. Die kannst du nicht einfach zufällig hacken und kaputt machen? Nein. Bist du von den Sicherheitsdrohnen? Wahrscheinlich schon, oder? Noch nicht. Du bist von der zunehmenden Tür nicht mal an. Ich bin gerade immer noch in dem Raum, wo ich gerade war. Der hat halt 6 Kameras, wo die Drohnen noch abgebildet sind. Warte mal, ich gehe weiter. Wie die fliegen? Warte. Zum Rennen. Oh, ich kann rennen, okay. Nee, warte mal. Ich stehe jetzt noch vor einer verschlossenen Tür. Ah, genau. Die kann ich dir öffnen. Okay. Also du bist in der Rezeption und genau. Du gehst jetzt zu den R&D-Laboren. Ja. Okay, dann, das sind Drohnen in dem Raum. Danke, die habe ich schon gesehen und die haben wir auch schon 5-mal erwähnt. Weißt du, wie die fliegen? Nö, also ich kann es kurz nochmal nachgucken. Grob. Okay, dann, wir brauchen nämlich eine Route, wie du läufst. Warte mal, die Drohnen fliegen durch eine Tür durch, kann das sein? Ja,
Ja, die gehen, ja, genau. Ja, wo ist denn, ich kann nicht erkennen, wo mein Haupteingangstür ist. Der ist rechts. Du musst nach links oben. Ich würde sagen, du läufst mich einfach durch. Okay. Wenn ich die Tür aufmache, dann sage ich dir, wohin. Okay. Okay, aber du darfst ja nicht so viel drehen. Alles klar. Siehst du das, wenn ich mich so drehe? Ich sehe dich gar nicht. Oh yeah. Du hast keine Macht über mich. Die Drohne ist gerade in dem Raum. Ah, ich hör sie auf jeden Fall. Und warte. Ich nehme Anlauf. Ist offen. Geradeaus? Warte, stopp. Jetzt geradeaus. Dann drehst du dich nach rechts und sag, wenn ich dir sage. Weißt du, jetzt geradeaus durch die Tür. Ja. Also nicht durch die geradeaus Tür, sondern durch die rechte Tür. Ja. Es war zu lange. Ah, die Tür war offen. Ah, okay. Also weißt du, welche Richtung? Ich wurde in Flagranti erwischt. Ich Seitenspringer. Okay, du musst dann instant, wenn du durch die Tür bist, wo du gerade warst, nach links und dann instant rechts zum Hauptrechner. Okay, go. Okay, warte, die ist noch in deinem Raum. Ist mir egal. Okay, ist mir nicht egal. Zugehen. Und go. Warte, stopp. Jetzt kannst du durch. Und warte. Jetzt durch die Tür nach rechts. Dann nach links. Dann jetzt nach links. Und direkt oben durch. Oh! Okay, ich muss noch schneller da. Aber wenn ich da. Wenn ich da links bin, dann habe ich wirklich. Dann kann ich extrem schnell durch, oder? Ja, wir können theoretisch auch, dass du geradeaus gehst, aber das ist nicht so klug, glaube ich. Nee. Okay. Okay. Bist du bereit? Ich bin immer bereit. Und go. Und warte. Jetzt. Dann durch die rechte Tür jetzt. Und du jetzt durch, oder? Und jetzt durch. Und instant rein. Okay, bin im okay, Safe Spot. Hauptrechner 1. Ui. Okay. Hauptrechnernetzwerk. Ich bräuchte eine IP-Adresse. Ja, gebe ich dir gleich. Virtueller Dietrich. Lass erstmal hier eine Connection. Lass mal hier diese beiden Hände, die. Oh ja, das ist auch. Aha. Das ist gut. Was machen wir? Aha. Huch, okay, was? Schlüssel, Schloss, alles klar. Stift des Hackers, Stift des Agenten. Du kannst die bewegen und ich kann wahrscheinlich das bewegen. Ah! Alles klar, dann, keine Ahnung, obere. Stift des Hackers. Aber du kannst zwei Sachen bewegen. Warum kannst du zwei Sachen bewegen? Warte, geh nochmal zurück. Mach mal das. Ja. Sperren wir das unten mal ein. So. Ah, das kann man einsperren, okay, das ist cool. Dann. Gut. Du musst jetzt gleich schnell sein, okay? Okay. Jetzt. Fuck. Okay, lass das weiter wieder einsperren. So. Also, dann mache ich das schon mal ganz runter. Und go. Oh, das ist wirklich knapp. Natürlich. Nein, chill, alles gut. Okay. Wir haben alle Zeit der Welt. Also 5 Sekunden vielleicht, aber alle Zeit. Jetzt. Easy. Ja, jetzt kommt das Schwerste, ne? Okay, jetzt darf ich mal. Ja, besser okay. Ist es. Zack. Okay, das ist ja. Hier kannst du ja chillen. Ja, das ist ja easy. Okay, dann war das zweite tatsächlich eigentlich das schwerste. Okay. You made it. Now assist in your partner's search for the microchip records. Okay. Hauptrechnerkonsole. Ich muss. Keine Verbindung. Mhm.
Ah. Haben wir noch irgendeine IP-Adresse? Das ist ein Amtel-Prozessor mit 128 Terabyte RAM. Chillig. Also da ist ein Keller, okay, ein Ausgang. Ich glaube, wir werden nachher fliehen müssen, oder ich vielleicht, weil da war auch eine Alarmanlage gerade zu sehen. Ja gut, es gibt nur einen Rechner. Dann... ich brauche eine Verbindung. Und brauchst du irgendwie einen Code von mir? Ich brauche eine IP-Adresse. Okay. 241. 41. Trägst du die über Hamachi ein? Dass wir zusammen Minecraft spielen können? Ja, natürlich. Gut. Dann Punkt 129. 129. Punkt 248. 248. Punkt 171. 1712. Oh. Da, Firewall, alles. Wo gehe ich jetzt hin? Hilfe. Oh. Firewall analysieren. Ah, hier, okay. Oh, lol, was ist das denn? Firewall Subtyp. Kannst du irgendwas einstellen? Oder irgendwas deaktivieren? Soll ich die Firewalls alle deaktivieren? Warte. Nee. Das ist ein Symbol drauf. Okay, chill. Da sind überall Symbole drauf. Ich hab ein Symbol, was du deaktivieren musst, glaube ich. Okay. Das ist, es ist linke und rechte Hälfte, ne? Ja. Rechte Hälfte ist so eine ausgefüllte Sonne mit drei Zacken, die aber abgesetzt sind von der Sonne. Sind die Zacken voneinander weit auseinander oder sind die nah beieinander? Die sind zusammen. Die sind nah zusammen, alle rechts? Die sind nah zusammen. Und auf der linken Seite ist diese Nuss halt, diese 1, 2, 3. Warte, mach mal Bildschirmübertragung. Ja. pass auf, die Sonne ist die ganz ausgefüllt. Es ist quasi Vollmondsonne, aber Vollsonne, okay. Ja, und links ist? Links ist dieses, es hat so 1, 2, 3, es hat vier Ecken. Und da ist so ein Kreis, in der nicht ausgefüllt ist, und ein Punkt in der Mitte, der nicht ausgefüllt ist. Ja, dann ist es die, okay. Okay. Dann ich übernehme volle Verantwortung für riskante Aktionen. Jo, kann man mal machen. Richtig. Alter, der Angestellte wird so hart gefeuert, ich sag's dir. Ja. RIP. Oh. Was haben wir jetzt? Antivirus, okay. Ja, ich werde, glaube ich, irgendwo reingesaugt. Ja, ich werde irgendwo reingesaugt. Okay. Ich bin in einer weißen Welt mit einer blauen Wand und ein Portal links und ein Portal rechts, wo ich klicken kann. Ich kann das verdächtige Element löschen lassen. Hallo, nein. Lass mich löschen. Okay, pass auf, was? Eine weiße Wand, sagst du? Ich habe eine blaue Wand. Die eine blaue Wand, okay, von der blauen... Ne, guck mal. Eins rechts und links. Guck die blaue Wand an und dann geh nach links. Okay, alles klar. Okay. Ist da eine blaue Wand? Ja, dann guckst du nach rechts. Und hinter mir. Nee, warte. Ich muss kurz überlegen, ob das eigentlich egal ist, wie rum, aber eigentlich. Ich schau die blaue Wand an. Eigentlich schon, ja, geh nach rechts. Nach rechts. Dann habe ich nur hinter mir. Ja. Dann links, rechts und hinter mir. Links? Wenn ich auf die blaue Wand guck. Links? Links. Und nochmal links dann von der... Also, die blaue Wand angeguckt. Jetzt habe ich nochmal links... Ah! Oh, war einfach durchgesaugt. Okay. Da ist nochmal eine Firewall. Boah, sieht das nice aus. Was passiert hier? Bedrohung analysieren! Okay, wir haben 20 Sekunden. Da ist ein Dreieck. Das ist einfach Zelda Symbol. Aber mit dem Dreieck noch in der Mitte. Hab's. Was? Dreieck noch in der Mitte? Oh, ja, fuck, sorry. Nein. Moin. Ich hab's falsch. Hä? Hab ich das Richtige? Aber eigentlich wäre ja das.
Hä? Oh, richtig. Wir hatten glaube ich, 0,3 Sekunden oder so. Okay, nochmal, glaube ich. Ja, nochmal. Hä, aber ich habe das Falsche angeklickt. Ah, deswegen wahrscheinlich nochmal. Okay, analysieren. Das ist ein Oval oben und dann unten so wie so ein Männchen. Oval oben. Nee, hä? Hab ich das? Oval, das, ja. das war ein Kreis, richtig. Du Eumel. Ja, aber ja, fast. Okay, Zugriff auf den Hauptrechner wird ausgeführt. Klicken zum Interagieren. Jo, durch was für Universum und fliege ich hier durch. Dateikopierer, Microchip.zip. Okay. Vertraulich. Alter, das wäre einfach so lustig, hätte diese Riesenfirma WinRAR einfach immer noch auf Testversion. Okay. Hab die übertragen, jetzt Extraktion anfordern. Mhm. Aha. Ich extrahiere. Oh ja. Ich werde rausgesaugt. Oh nein. Wie ich's gedacht habe. Ich muss durch den Keller. Kellerausgang, okay. Oder Technikabteilung? Keller habe ich. Überwachungskameras. Ich seh, wie du runterfährst. Okay. Daumen nach oben. Gar kein Ding. Okay, wo kommst du jetzt raus? Im Keller. Das Einzige, was ich machen kann, ist irgendwie Versand und Wareneingang ist geschlossen. Also ich habe nur. Ja, halt mir die ganzen Lulatsche vom Leib, okay? Okay. Ich renne. Da ist ein Laser. Gar kein. Wow. Ich wurde tot gelasert. Oh no, we're detected. Get out of there fast. Was piept? Irgendwas piept. Aber ich hab eine Überwachungskamera, also ich kann nichts tun. Ich kann dem Laser ein Peace-Zeichen zutragen. Du hast mir ein Peace-Zeichen gegeben. Alter, das ist doch safe nicht. Hallo, warum ist denn Laser die schöne Ware? Die geht doch kaputt. Oh lol. Der macht da wirklich ein... Überwachungsmodus! Warte mal, aus der Kraft setzen! Oh, du warst gerade fast abgeschossen. Der Unwert ist ein Geschütz. Über mir. Das spielt die ganze Zeit. Ich falle auf dich zu. Ich lade irgendwas runter. So viel Zeit habe ich. Oh nein, ich werde sterben. Das bin ich. Oh, Junge, das war close. Warte mal, ich sehe hier. Ich schieße es. Du schießt? Ja, ich kann schießen. Ach so, ja, dann guck mal, wo ich bin. Hallo. Warte. Ja. Hallo. So, du musst jetzt gleich dahin schießen, wo ich stehe. Und zwar jetzt. Ein bisschen weiter näher. Näher? Ja. Wie näher? Näher zu. Ja, genau. Oh ja. So, pass mal auf. Siehst du die Wand, wo ich davor stehe? Warte, ich sehe nicht. Umdrehen. Ja, noch ein bisschen weiter. Ja. So, nicht auf mich. auf Höhe, also genau hier vor mir, auf Höhe von dem obersten Geländer. Da musst du ihn schießen. Oh, an die Wand. Ja, noch ein bisschen höher. Jawohl. Oha. Hacker Voice, I'm out. Nice. Da. My man. Wer ist der Hacker? Cypher. Das piept hier die ganze Zeit. Da war es ein Geschütz, das auf dich gezielt hat. Passiert. Oh, das Spiel ist richtig nice. Das Spiel ist wirklich, das macht echt Spaß. Alter, nach Südafrika. Wir machen hier Rundreise. Business auf Rädern. Good morning, Agents. Great work uncovering that our hitman goes by the name Cypher. I researched him on the dark web and found out that a crooked industrial called Jay Brenning is hiring Cypher for the digital assassination of several competitors. The hit list is scheduled to be transferred to Cypher during Brenning's train commute. Your mission today is to board that train, identify Jay Brenning among the commuters, and intercept the transfer of the hit list. Good luck. Jo, du wirkst einfach wie ein
ganz normaler Tourist da mit deinen Hacker-Tattoos und, ne? Okay, ich sehe dich im Wagen. Oh, das ist cool. Das ist ultra cool. Oh, das ist richtig cool. Vor allem, wir schreiben ja das Jahr 2038 und die tragen einfach alle diese Brille. Das ist einfach mal was, was sich markttechnisch gut durchgesetzt hat. Teildecoder. Elektrisch. Elektrischer Notfall. Nachrichten. Oh, ich kann eine Nachricht eingeben. Ja, also hier. Bitcoin erreicht Allzeithoch von 1,2 Millionen Dollar. Hugo, nicht verkaufen. 22 Schulen nehmen an irgendwas. Städtischen Nanokompostprojekt teil. So, Babys, die mit 3D-Drucknahrung ernährt werden. Und da, das ist meine Lieblingsnachricht. Okay, aber die Standardnachrichten waren jetzt auch nicht schlecht. Ich kann jetzt jede einzelne Person analysieren. Theoretisch. Ich habe eine Passagierliste. Nach Wagen sortiert. Ich sehe dich, ich sehe eine Kamera von dem Wagen. Alter. Oh. Passwortbrecher hat aufgeblinkt. Wir spielen jetzt einfach Hitman. Hallo, kannst du mal... Hallo, nicht... Du musst... Ah, jetzt. Okay. Ah ja, ich sehe, du hast bei dem, deinem Versuch gerade eine korrekte Zahl gehabt und drei falsche. Jetzt? Ach. Du musst auf Dings drücken, auf machen. Zwei korrekte und zwei nicht korrekte. Warte, was war es beim ersten Versuch? Eine korrekte... Und drei nicht korrekte. Also die 1 stimmt schon mal. Und da muss noch irgendwo eine 1 sein. Okay. Drei korrekte, eine Ja, alles gut. Ich muss jetzt nur runnen. Dann ist es so. Drei korrekte, eine nicht korrekte. Drei korrekte, eine nicht korrekte. Hä? Warte drei mal. Drei sind richtig. Beim allerersten Versuch waren's? Einer korrekt. Danach 2, danach 3. Ach so, oh sorry. Ich hab's falsch verstanden. Hä? Zwei korrekte Ziffern, zwei korrekte an falscher Position. Ach so, das gibt's auch noch. Oh nee, ich hasse diese Art von Rätseln. Ich hasse es wirklich. Ich schaff das auch nicht. Also warte, wie viele korrekte sind's jetzt? Drei korrekte und eine nicht korrekte. Aber die Positionen sind... Drei korrekte und eine nicht korrekte. Zwei korrekte, zwei nicht korrekte. Drei korrekte. Ja, okay. Ja, cool. ID, Caleb Nuvlu, falsches Ziel. Ja, okay. Also es war jetzt eh nur ein Test. Hey, meine Custom-Nachricht ist weg. Was soll ich dir da hinschreiben? Ach, nichts. Vorlieben Online-Schmusen von der einen. Alter, ich kann jetzt deren ganzen Vorlieben checken, Schinken essen. Ja, ich weiß nicht. Job Babysitter, Vorlieben Schinken essen. Das ist so ein bisschen zu close. Das ist... Ne? Der Bodytoner, der hat 40 Kilo verloren, okay. Ich kann jedenfalls die Türen zu den verschiedenen Wagen öffnen. Es gibt Wagen 1, 2, 3 und 4. Oh, ich habe hier einen professionellen E-Sportler getroffen. Hast du die Tür auf? Crypto Moneymaker, Love Today. Mach mal Wagen 4, geht das? Ja, ist offen. Als ob ich jetzt alle Leute durchscannen kann. Matches ja, und irgendwo ist Jay Branning. Wissen wir irgendwas über ihn? Ich habe eine Passagierliste. Falsche Tätowierung. Ja, die ist ja fake. Kann ich da anschauen? Oh Gott! Hugo! Ich hab's! Hugo! Ja? Hier ist eine von mir im Zug, deren Vorlieben sind Covid-Impfstoffe. Als ob. Die spritzt sich alles.
einfach die Covid-Impfstoffe. Okay. Ich habe in der Passagierliste Jakobus Brenning gefunden. Ja. Der ist männlich. Er ist in Wagen 2. Okay, aber hier sind Typen, die sind... Oh, Vorlieben Rumba tanzen. Vorlieben der hat 3 Apps installiert, Spiel AR, Bugbuster und Metro Rail Regular. Oh. Okay, sollen wir weitermachen oder sollen wir noch Leute scannen? Ich finde das eigentlich ganz lustig. Ich sehe ihn. Ja, gehen wir weiter. Mach mal Tür zu Wagen 2 auf. Wagen 2. Es gibt nur 3 Wägen, oder? Gibt's mehr? Es gibt 4 Wägen und einen Motorraum. Ah ja. Ah, geht's aber ab. Wagen 1 habe ich gerade aufgemacht. Goldfische, aber... ja okay, es wiederholt sich mit den Vorlieben sowieso. Okay, also Jakobus Brenning ist in Wagen 2 und männlich. Siehst du eine IP? Nee. Du musst mir sagen, was hat denn der für eine Fahrkarte? Vorlieben StarCraft, das gibt's nicht. Metro Rail Regular. Okay. Was, so? Als ob der so arm ist, Alter. Und der hat als App noch drauf Spiel AR und Bugbuster. Spiel AR. Metro Rail Regular. Bugbuster und. Spiel AR. Bugbuster, Spieler R und Metro Rail Regular. Und ist männlich. Ah, danke, das habe ich jetzt nicht so. Ich habe ihn gefunden. Hast du schon die Nachricht im Wagen gesehen? Oh yeah! Oh yeah! Also, nochmal zur. Ja. Ganz. Trägt er einen Goldring? Ich sehe nur männlich. Also, er trägt einen Goldring. Alles klar, den hacke ich, den Wichser. Oh, da habe ich eine Nachricht, oder? Jetzt nicht mehr. Nochmal. Bitte. So. 3 korrekte, eine nicht korrekte. Nicht schlecht. Das war einfach gerade auf 0. 2 korrekte. Ja, ich muss einfach nur alles einmal durch. Dann ist es 0001. Ja. Ziel gehackt. Das ist Jay Branding. Okay. Oh ja, ich hab den Chat. Hallo Cypher, ich bin im Zug, es ist alles bereit. Gibt es einen Kurier? Gibt es einen Kurier für die Transaktion? Ja, ich habe einen zufälligen Pendler gehackt. Die schwarze Liste befindet sich im System der Person. Lade sie runter, sobald du bereit bist. Ja, schreib mit Cypher. Gesendet von Cypher? Noch nicht, warte auf sichere Netzwerkzone. Wie lautet das IP des Kuriers? Der IP des Kuriers befindet sich in dieser Datei. Die Person selbst befindet sich in Wagen 4. Schreib mal Wagen Penis. 4. Ich öffne die Türen. Schlüsseldatei. Mein Job ist erledigt. Ich steige beim nächsten Teil raus. Alles klar. Okay. Ich kann die verschlüsselte Datei nicht sehen, weil der in Wagen 4 ist. Okay, aber warte, warum musst du mir die Wagentüren öffnen? Das ist jetzt stupid. Ich meine, ja, wenn das als normaler Passagier ja nicht geht, ja. Dann ist es doch voll obvious, dass da irgendwas nicht stimmt, wenn da plötzlich einer so durch die Wägen springt. Okay, egal. Ach, Dateidecoder. Ich kann ihn hier reinziehen. Ich brauche dich kurz. Huch, hallo? Dateientschlüssler. Ich brauche dich, um Dateien zu entschlüsseln. Warum von der? Ich wollte gerade noch ihren Text lesen. Oh boy. Ich bin wieder oben und unten. Zurück. Okay. Aber das Minigame, das bockt sich schon richtig gut. Ja. Ui. Das ist souverän, Junge. Aber richtig. Man sieht halt echt teilweise, nee, das war mein Fehler. Man sieht halt teilweise nicht, wie sich die Striche manchmal bewegen. Also jetzt nach rechts. Okay, und dann. Nach links,
durch links. Okay. Datei entschlüsselt. Okay, ich habe die IP. Das heißt, ich kann jetzt nach der IP suchen bei den Passagieren. 10140122 suchen. Okay. Die ist halt die eine Person ist Aisha Wang. Ja, das bringt mir nichts. Oh, ich kann eine Umfrage starten. Der eine Typ hat keine Brille auf. Der einzige ohne Brille. Und die eine ist Totengräberin mit einer Passion für Aufzugsknöpfe. Peter, wie würdest du ihre Überstunden im Juni bewerten? Vernünftig oder zu viel? Ich muss die monatliche Umfrage gerade machen. Überstunden, eigentlich ist schon zu viel. Zu viel. Hätten sie im Juni mehr Zeit, die komplette Sicherheitsroutine im zugewiesenen Zug auszuführen? Hatten sie genug Zeit im Juni? Ja. Ja. Da hat's mir gereicht. Wie bewerten Sie die Reaktionsfähigkeit von Motorrail bei Notfällen? Das ist, ich weiß nicht, die haben nachgelassen. 4. Zu langsam. Zu langsam. Wie würdest du die Stabilität Ihrer VR-Netzwerktools im Juni beschreiben? Ja, das musst du als Hacker beantworten. Ja. Aber VR-Tools sind zuverlässig, muss ich schon sagen. Ja. Absenden. Sehr gut. Okay, zurück. Also, sie ist weiblich. Hat Motorrail Prime, Music Man, Love Today und Crypto Money Maker. Die tut Krypto abbauen. Wie es aussieht. Was? Motorrail Prime, Music Man, Crypto Money Maker. Und Love Today. Und was? Love Today. Liebe. Heute. Okay, ich habe jetzt eine, die hat 3 der Sachen. Aber das Love-Dings da fehlt. Ah. Ja, ich habe sie. Die hat falsche Tätowierungen, die Schlange. Okay, nochmal. 2 korrekte, 2 nicht korrekte. Ich hab ein Virus. Oh, Virus. Jo, wenn wir kommen mit Porno-Werbung. Porno? Ich krieg leider nur Brillen. Oh, mich, $3,200. Wann muss ich beide Nutzer. Ah, oh, wir müssen die gleichzeitig wegmachen. Stopp. Wir machen okay. Einfach alles weg. Warte. Okay. Wir müssen die von der gleichen Sorte gleichzeitig wegmachen. Okay, dann machen wir die 3,200 Euro-Dinger. Okay, warte. Wechsel. Wie kommen die gerade wieder? Wir müssen es gleichzeitig machen. 3, 2, 1, go. Nein, wir müssen noch weg. Warte, stopp. Jetzt, okay? Okay, go. 3, 2, 1, go. Go. Bei mir ist es weg. Deaktiviert, okay. So, die blöde Brille. Die Brillen. Und go. Go. Jo. Und das letzte. Go. Oh, wie schön synchron. Deaktiviert, sehr schön. Alles klar. Ja, dann hacken wir halt nochmal. Hier ist bereinigt. They really went all out to keep intruders off the mule. Try again, but be careful. Nochmal bitte. Oh, da kommt eine Person, die ich hier kennt. Oh, die schreiben. Brennings hat noch nicht funktioniert. Verbindungssuche mit dem hinteren Kurier. Ist gut, ich gehe. Okay, Brennings kommt jetzt zu dir. Du bist verborgen. Sehr stark. Der kommt jetzt durch die Tür. Jetzt. Ich guck weg. La la la. Der läuft genau an hier vorbei. Brennings about to exit. Holy shit, das ist genau bei dir. Okay. Warte mal, wie verhindere ich das jetzt? Er kennt dich nicht mehr, er kennt dich nicht mehr. Geh zu der Frau und hack die. Schnell. Ich kann die nicht schnell hacken, ich weiß, keine Ahnung. Das hat vorhin nicht geklappt mit den Codes, wir haben ja nur einen. 3 korrekte Ziffern, 1 nicht korrekte. Warte, 3 korrekte?
Ja, eine nicht korrekte. Drei korrekte, eine nicht korrekte. Oh, oh, er kann sich runterladen. Eine Minute bis zum Runterladen. Okay, zwei korrekte, zwei in falscher Position. Hä? Vier korrekte in falscher Position. Vier alle in Richtung oder falsch. An ein paar falscher Position. Wir haben eine Minute. Oh, wow. Vier korrekte Ziffern, vier direkt. Okay, sehr schön. Von Cypher weg. Hallo. Was? Richtig. Jetzt. Okay, ich musste gerade die von Cypher die Datei umleiten. Und abgefangen. Good job. I just received the hit list you rerouted. Time to go. Er schreibt Scheiße. Du bist inkompetent, die Datei ist weg. Dass er den Job nicht ordentlich erledigt. Du bist doch hier der Sicherheitsexperte. Fahr zur Hölle, Branding. Lande Scheiße. Wenn ich in die Datei komme, kommt keiner ran. Was soll das heißen? Hallo? Oh oh, wir fahren 183, 192. Holy shit. 202. Notbremse. Ich glaube, du musst in den Motorraum vor. Nein, Quatsch. Dann kommt der Zug endlich mal an. Hallo? 264 km/h, 273, falsche Richtung. Wir haben 4 Minuten. Alter, endlich kriegen wir mal Speed hier rein. 290. Kann ich jetzt noch Leute hacken? Nee, schade. Warte, warum sind auf einmal alle Türen offen? Ich hab's aufgemacht. Ach so. Bist du jetzt der Lokführer? Naja. Oh, Reisen haben keinen Zugang. Oh. Wir haben übertragenen Plugin in den Partner, okay. Du kannst die elektrische Netzwerke sehen. Man schlägt ihn ab. Junge, ich spiel gerade hier noch mein Monster-Ding spiel. Hallo? Okay, was? Okay, Trennschalter. Ja, was muss ich dann da machen? Keine Ahnung, ich sehe nur Trennschalter. Ja, ich kann keine aktivieren. Oder? Einfach alle deaktivieren. Ich kann nichts klicken. Falsch. Nick, siehst du irgendwas? Oh, ein von vier, drei Fehlversuchen, hups. Ja, da stehen Buchstaben auf den. Buchstaben und Zahlen, ja genau, die brauche ich. Ja, von was denn? Auf der Tür steht irgendwas. Okay, warte mal. Also CTS 2, CTS 3, CTS 4, RTD, DDK 1, was haben wir so ein Plugin bekommen? Chill, Brudi, chill, wir haben noch ganz viel Zeit. Der Zug wird schon nicht explodieren. Okay, QSW. QSW, ja. Okay, das war glaube ich falsch. Kann gar nicht, das war richtig. War richtig. Oh, hier brennt's schon. Okay. Da gehe ich lieber raus. Das ist meine eigenen Sicherheit. Zugführer muss Notbremse oder Motor aktivieren. Anweisungen. Oh ja, ich bin im Motorraum. Eingabe ist falsch, Hilfe. Kühlmodule. Wie gehen die Kühlmodule? Also, ich hab mehrere. Okay, Kühlmodule, was hast du? Lateralkompensator, Sicherungsbatterie, Laderegulierer. Sicherheitssperre, Kühlmodule, irgendwas. Ja, Kühlmodule habe ich auch. Ah, Sicherheitssperre. Notbremsen. Okay, geh mal zur Sicherheitssperre. Da gibt es noch zwei Hebel. Ja, oder? genau, das brauche ich. Okay, der eine muss von links unten nach rechts oben. Also quasi der obere muss auf die 1 Uhr Position. Okay. Und der zweite war waagerecht. Alles klar, geschafft. So, okay, Kühlmodule freigeschaltet. Alles klar, so. Oh Gott, das braucht ja 2 Minuten zum Lesen. Hier gibt es einen Lateralkompensator, Sicherungsbatterie, Laderegulierer. Aktiviere den richtigen Anschluss. Ich muss jetzt einen der 6 Anschlüsse reparieren. Okay, aber da gibt's das irgendwas bei den Kühlmodulen. Ich habe blau, grün, rot, weiß, schwarz, schwarz. Gibt's Anschlüsse, gibt's Laderegulierer, steht da irgendwas? Lateralkompensator, aktiviere den richtigen Anschluss. Lateralkompensator. Wie viele Anschlüsse hast du? 6. 6. Nur eine Aussage stimmt. Wenn es keinen grünen Anschluss gibt, aktiviere den dritten Anschluss. Wenn es mindestens 2 weiße Anschlüsse gibt, wenn es keine roten Anschlüsse gibt, aktiviere den ersten blauen. Aktiviere den 6. Anschluss. Okay, jo. Und dann bei schwarz platziere bei 95%.
Ja. Hat gepasst. Alles klar. Motor wird gekühlt. Okay, wir kriegen Zeit. Alter, keep talking, nobody explodes. Sicherungsbatterie. Ja, Sicherungsbatterie. Okay. Sicherungsbatterie. Wie viele Komponenten benötigst du? Lithium-Ionen. Lithium-Ionen. Du musst in der Reihenfolge reinmachen. Rot, grün, rot, rot, blau, grün, rot. Rot, grün, rot, 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 blau. Okay, an stabilisieren brauchst du. Hoch. Welche? Oh, okay. Oh, okay, wir machen. Wir machen Laderegulierer. Laderegulierer. Stations-ID? Das ist 3458. 3458. Wie viele Anzeigen reichen? Drei Anzeigen. Verwende die Gesamtladung in Höhe von minus 3. Okay, alles klar, gecheckt. Sehr gut, sehr gut. So. Ein anderes wieder. Die Batterie, ja. Ja. Lithium-Ion, dann. Was war's? Rot? Rot, grün, rot, rot, blau. Und dann kommt wahrscheinlich wieder. Okay, warte, jetzt rot, muss ich mir sagen. Rot, grün, ja, rot. Nee, warte, stopp. Ja, jetzt müssen wir stabilisieren, das ist richtig, das ist richtig. Ist es sauer, gesättigt, ätzend? Was ist es? Ätzend. Du musst zwei Tropfen hinzufügen innerhalb von einer Sekunde. Okay, also okay, rot, grün, noch, rot. Warte, nein. Das ist fertig. Jetzt noch grün, rot, glaube ich. Rot, grün, rot habe ich bisher. Nein. Achso, nochmal. Von Anfang. Ich habe bisher rot, grün, rot. Dann kam diese Pause. Ah. Und jetzt brauchen wir. Rot, grün, rot. Jetzt brauchst du rot, blau, grün. Und nochmal rot. Hallo? Ich hab's. Oh, wichtig. Fehlfunktion. Bitte sofort beheben. Ah, LRR-Konsole habe ich. Da ist Fehlfunktion. Fehler 9. Fehlernummer? Ja, warte. 9723. 9723. Okay, den Schlüssel. Schlüsselschrank öffnen. Oh, ist das schnell. Okay. Es gibt ein. Hast du mehrere Schlüssel? Ich habe. Ja, sechs Stück. Okay. Da ist oben so ein Viereck. Ja, das ist bei allen gleich. Okay, sag mir einfach, wie groß ist es unten? Ist es groß oder klein? Der ganz unten? Keine Ahnung, das ist halt eine schräge, relativ groß. Und mit einem Nupsi drüber. Mit sehr einem groß. Viereck drüber. Ja, ist es so ein kleiner Pimmel quasi? Nee, ist kein größer. Das ist ein kleiner Pimmel. Das ist ein kleiner Pimmel. Oder? Du hast ja gesagt, das ist kleiner Stupsi, Viereck. Ja, der ist. Ja, cool. Es war ein kleiner Pimmel. Ja, das war ein kleiner Pimmel, Junge. Wir verstehen uns wieder. Okay, Sicherungsbatterie. Nochmal. Nickeloxid. Nickeloxid. Rot, rot, grün, rot. Achso? Warte. Rot, rot, grün, es ist Viskos. Viskos, füge 5 Tropfen Stabilisator im Abstand von einer Sekunde hinzu. Okay, also, ich habe die ersten 3, was war das vierte? Rot, blau, grün, grün. Rot, blau, grün, dann nochmal grün, ja? Ja, das war's. Oh. Ja. Ich habe gerade vom anderen gestartet, ich dachte... Das vierte, was du gerade gesagt hast. Egal, Laderegulierer. Stations-ID 5395. Warte, Laderegulierer 5395. Zwei Anzeige, zwei. Zwei, wo sind die Anzeigen? Unten, links, beide. Oben. Unten. Beide unten. Dann eine Gesamtladung von 2. Okay. Richtig. So, dann machen wir nochmal die Sicherungsbatterie. Nickeloxid. Du musst mir nur die ersten 3 nennen. Nenn mir nur die ersten 3. Rot, rot, grün. So wie unsere Regierung nicht. So, okay. Dann ist die Fehlermeldung jetzt Viskos. Also 1, 2,
3, 4, 5. Dann, jetzt. Okay. Jetzt rot, blau, grün, grün. Wie unsere Regierung sein sollte. Blau? Okay, letztes Ding. Lateralkompensator, vier Anschlüsse. Lateralkompensator, vier Anschlüsse. Wenn es mehr als einen roten Anschluss gibt, aktiviere den letzten roten Anschluss. Nein. Wenn der letzte Anschluss nicht grün ist, aktiviere ist grün. Den ersten. Wenn es genau einen blauen Anschluss gibt, nein. Aktiviere den grünen. Wenn nicht, aktiviere den zweiten. Alles klar. Sehr schön. Die Bremse ist frei. Oh, ich will aber nicht. Das ist so. Oh. Wir müssen es gleichzeitig machen. Okay. Auf die Bremse. Fertig. Fertig. Los. Los. Easy. Schöne Sache mit dem Zeitdruck. Das ist einfach auch nice. Er war gut. Oh, ich glaube, Cypher hat uns gesehen. Ja. Und es geht... Oh, die Tango-Zentrale. Oh, digitaler Tauchgang. Oh, das ist, glaube ich, was für mich. Ort der Mission Tango-Zentrale. Alles klar. Oh, das Spiel bockt sich so mega, ich lieb's. Good morning, Agents. Ist wirklich gut. Stopping that train was nothing short of heroic. And bonus points for hacking the conversation with Cypher, which now allows us to trace him back to the server he uses to commit his cybercrime. Alistair, this will be your most dangerous dive yet. And Angel, you'll need to make sure he makes it in one piece. Your mission today is to dive into the dark web, evade detection, and neutralize Cypher's main server. Hugo? Yeah. Keine Nein. Kindersklaven kaufen. Okay, ich glaube, die Rollen sind geswitcht. Ich kann ins Darknet gehen. Mehr sehe ich nicht. Meine VR-Brille ist auf. Ich sehe dich. Okay, ich kann mich relativ wenig bewegen. Okay, okay. Also wir machen das jetzt gemeinsam. Ab ins Darknet. Eine IP-Adresse brauche ich. Navigation. Ja. 222 123 123 211 11 213 Warte, was? 222 123 211 213 211 und was? 1 213 213 Okay. Your partner just initiated the dive. Okay. Help him reach the server without. Oha, ich hab Münzen. Mitte. Irgendwas mit Mitte. Oh. Oben. Ah ja, ich sehe es. Die sehe ich, aber das sind unten. Münzen, die wir drauf sammeln. Ich rede jetzt einfach Server. Signal between you two is not ideal. Try repairing it before going further. Okay. Letzte Funktion, du musst ping root fast mode true. Alles klar. Tut so, als wärst du ein Hacker und gib mir etwas ein. Oh ja, genau. Ja, richtig, du hast Ping Root die Fast Mode auf True gesetzt. Wenn das nur so einfach gehen würde in Real Life, holy shit. Tut so, als wärst du. Musst du wirklich einfach nur irgendwas. Ich hab höchster Wert, mittlerer Wert, niedrigster Wert. Hä? Muss ich zur Proxy, Server oder Datenbank? Proxy. Proxy, mittlerer Proxy. Wert. Mittlerer Wert. Okay, hoffe es war richtig. Bin abgebogen, irgendwo hin. Keine Ahnung. Also ich glaube es war richtig, also ich... Tracer nähert sich, wo ist der Tracer? Mitte. Oben. Also erst Mitte und dann oben. So, jetzt geh runter. Bleib da. Nein, bleib... Jetzt, hä? Nein, oh. Stopp! Oben, Mitte, geh weg.
Ich warne dich rechtzeitig, bevor die kommen. Was soll ich? Ja, ja, bis ich dir was anderes sag. Okay, bevor ich eine Netzwerkteilung. Du musst, wohin? Datenbank. Datenbank. Was muss ich reparieren? Du musst Argument S-File-Signal. Diese Funktion. Okay, ich tippe irgendwas. Ich wollte Akkreditierung. Nein, ich muss was tippen. Okay, 14K. Aua. Okay, egal, wir reparieren. Modulare Connection. Modulate Connection. Alter, ich tue wirklich so, als wäre ich ja gerade so lustig. Okay, ja, erforderliche Akkreditierung. 5 ZACC brauche ich. 5 ah, achso, ah, okay, ich kann das. Sehr schön, sehr schön. Ich kann das ändern. Schön. 39 SACC. Er ist auf Mitte. Okay. Ich sehe aber nicht oben, unten, sondern links und rechts. Also dann rechts. Ja, bleib einfach. Bleib rechts! Dann, oh, 23p, 23p! Uff. Bleib rechts, Junge! Tja, oh, das war knapp. Jetzt welche? Welche? Root Blocker Define False. Ja, und? Und Emulate Signal. Wo muss ich hin? Server. Server, höchster Wert. Bin richtig. Okay, na gut. Das sind so Teile, die ich einsammeln will, das ist das Problem. Dann gehe ich da mal weg. Okay. Ich habe so einen Zielbereich. 1,8 GHz. Wo muss ich hin? 1,8 GHz musst du. Und ja. Ich muss auf. Was steht Ziel 1,8. 1,8 auch. Ah. Okay. Okay. Okay, du musst verbinden. Siehst du Nummern? Ah ja, ist richtig. 5. Ah. Du musst den zweiten links. Was siehst du denn? Hä? Verwirrt. Ich weiß es nicht. Also fragen Sie den Partner, welche Stapel ausgerichtet werden sollen. Du musst zwei verbinden. Also, das linke ist ganz unten und das rechte ist ganz oben. Du musst die zusammenbringen. Jetzt ist auf zweiter Stelle das rechte. Verschieb das zweite nach unten, genau, nochmal. Das dritte nach unten. Das vierte nach unten. Das kann ich, hä? Hä? Also, ich... Nicht verbinden. Also, ich darf zwei nicht verbinden. Was muss ich jetzt... Ah, die sehe ich halt nicht. Ja, okay, keine Ahnung, wir reparieren einfach. Scan Network Force. Ich hacke. Okay, du musst jetzt zwei verbinden. Das linke ist an zweiter Stelle von oben und das rechte ist an vierter Stelle von oben. Und die musst du jetzt irgendwie zusammenbringen, ohne dass du die anderen triffst. Aber nach ich kann. Nee, warte, nach oben. Ja, genau, jetzt synchronisieren. Okay. Ah, okay. Ich weiß halt nicht, du siehst anscheinend zwei, die nicht sind. Ja, ich war gerade verwirrt. Security Node linked to Cypher Server. Collect all of its data to unlock access. Okay. Sammle alle Daten. Hacking Tool wird geladen, okay. Oh yeah, okay. 27 Punkte. Verbindung zu Partner, du hast 44 gesammelt, oi. Scheiße. Datenwert mal 2, mehr Daten. Ich geb dir auch mehr Daten. Hä? Wir müssen jetzt die unsere Farben anklicken. Ah, lol. Gar nicht gecheckt. Dann auf 200 kommen. Oh ne, ich habe kleinere Daten genommen. Gar nicht gesehen. Scheiße. Hast du Autoklicker an? Ja, wahrscheinlich. Ja, was bist du denn für ein Hacker? Ehrenlos ist mehr. Oh also. Yeah. Wer ist jetzt okay, der Hacker? Ich bin wieder auf meiner Route. Okay. Irgendwas kommt da. Okay, ich habe Netzwerkschlüssel und die kann ich aufdecken. Ja. Plus, okay, Minus. Ich habe ganz viele oben Plus, unten Minus. Oben Plus, unten Minus.
Das ist 2132. Na gut. Du bist sehr gut. Oh. Beide müssen gleichzeitig pingen. Pingen, wenn ich einen Partner dazu auffordert. Okay. Jetzt! Sehr gut. Ah, fuck. Vorhin steht eine Netzwerkteilung. Okay. Proxy, Mittelwert. Das ist Proxy, auf zu Foxy. Also muss ich mittlerer Weg. Sehr gut. Digga, was eine Reise in den Server. 1,4 Gigahertz. 1,4. Sehr gut. Und Netzwerkschlüssel nochmal. Das ist jetzt... Es sind so drei Punkte. Also unten. Und dann noch so eine Verbindung oben. Das kannst du dir vorstellen wie jemand, der einen Kopfhörer trägt. Ah ja, genau. Aber es ist der Strich oben oder Strich unten? Oben. Oben. Okay. 3171. Okay, yo. Also ping. 3, 2, 1, jetzt. Okay, und der obere ist bei der linke ist bei der ersten Stelle und der rechts bei der fünften Stelle. Das Verbinden. Hä? Also das Ganze nach oben. Zur ersten Stelle. Was muss denn zur ersten Stelle? Zweite, auf der rechte. Ja, genau, jetzt synchronisieren. Okay. Gut, sehr gut. Netzwerkteilung, du musst nach Server. Server höchster Wert. Rechts lang. Okay. Tracer. Ist er rechts? Ist er Mitte. Rechts oder links? Mitte. Der ist Mitte. Was er braucht noch. Er kommt gleich. Er hat dich jetzt vorbei. Jetzt kannst du Mitte, weil einer ist rechts. Okay. Und gleich kommt einer links. Aber du hast noch Zeit. So, du kannst Mitte, ja. Okay. Du kannst nach dem Hindernis nach rechts. Ich muss aber jetzt links. Ja, passt. Das Mitte. Linke... Mhm. Bleib Mitte. Ja. Das linke ist bei 5 und beim letzten und das... Das rechts, bei rechts ist in der Mitte. Bei 3. Ja, also so? Ja. Hier 5,4 Gigahertz. Synchronisieren. Okay. Na gut. Wohin? Ja. So, Proxy Datenbank. Warte, Datenbank. Datenbank, niedrigster Wert, okay. Ab in die Mitte. Jo, noch zwei Bereiche, dann haben wir's. Okay. Und das nächste Minigame. Tracer ist? Mitte. Das ist eine Leiter, der Netzwerkschlüssel. Du musst jetzt kurz zur Mitte. Leiter, jetzt wechsel eine. Ganz normale Leiter. Senkrechte Leiter. Ja, aber es hat die Punkte oben oder Punkte irgendwas. Punkte an den T vier Bobbeln. 61T, wo ich. Sehr gut. Hat die keine Punkte? Die hat Bobble, also weiß nicht. Oh, Achtung, Tracer ups, hinter dir. Die hat Bobble, okay. Dann ist es 3171. Jo. Ziel 3,4 Gigahertz. Der ist hinter dir. So, was muss ich reparieren? 39S. Bypass Transmission. Ich hacke. Richtig? Okay. Oh, das ist cool. Holy shit. Ein paar Sachen einsammeln. Oh, noch ein Minigame. Mhm. Bin bereit. Okay. Ich starte und jetzt. Oh, das war von mir zu früh. Sorry. Das zählt trotzdem. Das jetzt. Okay. Bist du bereit, Scheiße zu sammeln? Ich hab gut viele Punkte gesammelt, deshalb werde ich dich besiegen. Was heißt hier gut viele Punkte? Lass es sehen.
Naja, ja. 99. Scheiße. Hä? Hallo? Komm schon. Ah, okay, ich kann ja. Für dich aufsammeln. Okay, interessant. Was passiert hier? Ja, ich hab dir mehr Daten gegeben. Weil ich so ein netter Typ bin, weißt du? Ja, verstehe. Da sind mal zwei! Nein! Das hast du den genommen! Nein, das ist schlecht! Das ist ganz schlecht! Boah, du bist mal zwei! Muss ja. Du Wichse! Du hattest mehr Was Daten. Was soll das? Hey, wir haben beide. Hallo. Du bist erster bei mir. Du warst bei mir erster. Oh. Okay. Lustiges Ding. Okay, also links und rechts Leute, die hinher fliegen. Der rechte ist jetzt bei mir. Ah, oh, wieder das Kacheln. Ja. Oh, das ist ein ekliges Game. Das mag ich nicht. Okay, du musst mit links einen Weg machen jetzt. Mhm. Der dann nach rechts geht. Also jetzt. Ah, wow, die gehen ja zurück. Okay, nach rechts. Ja, hab ich. Und jetzt wieder nach links. Und vor. Sehr schön. Okay. Da fährt jetzt ein Teil nach links. Links nicht? Okay. Sorry, ich wusste nicht, welches unserer links. Oder rechts? Ich glaube, da kommt zuerst. Da kommt so ein Dude links. Ja, musst du in eine Sackgasse oder musst du gleich den richtigen Weg gehen? Ich glaube, ich muss in eine Sackgasse, glaube ich, weil das. Ich muss mir erstmal anschauen, die Sackgasse. Okay. Okay, da kommt auch ein Typ und da vorne muss ich nach links rein. Der kommt jetzt zu mir. Und jetzt geht er wieder weg. Jetzt weg. Okay. Oh, nochmal. Okay. Da ist ein komischer Knopf, da muss ich drauf. Jo, mehrere Ebenen, what the fuck? Wo bist du? Eine Ebene über mir, über dir. Runterspringen? Ich muss runterspringen, glaube ich. Kannst du mal denn. Da ist noch so ein Zipfel bei dir. Den ja. Weiter nach unten zeichnen. Hä? Was? Du musst runterspringen von der Plattform. Ja, aber wo? Ich. Nee, falsche Seite. So. Oh, wie ist es zu erklären? Auf der Seite und jetzt ziehst du die, ich weiß nicht, welche Seite deine Seite ist. Den zweiten von links nach oben. Den zweiten von links nach oben. Ah, okay, deinen zweiten von rechts. Das wird dir genau umgekehrt. So? Ja. Okay. Jetzt zum Ding. Okay. Ist ja dumm. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Okay. Ich muss einmal rausfinden, wo ich bin. Da, wo es gerade gelöscht wurde, bin ich. Wie sage ich das hier? Oh Gott. Hey, die löschen mein Versuch, ja, genau, ein Hakenkreuz genau. Zu machen. Warte, die Linie, die du gerade gemacht hast. Welche? Mach mal eine Linie nach oben. Scheiße. Okay, die ist zu weit rechts. Die Linie, wo du gerade ist, noch zwei nach links verschieben. Auf der stehe ich jetzt gerade. Warte. Nee. Die Linie, wo du gerade bist. Die nach. Von dir aus waagerecht ist, glaube ich. Die nach zwei nach oben verschieben. Genau da, auf der Linie stehe ich gerade. Da muss ich runterspringen. Auf genau der? Ja. Da muss ich runterspringen. Auf deine Kacheln. Aber da fahren so Leute hin und her. Ach du Scheiße. Okay, mach eine Linie nach oben. Nach waagerecht meine ich. Die Linie, genau. Also da kommt jetzt noch einer. Jetzt. Mach nochmal. Ich spring runter. Nochmal die Linie. Oh, verdammt. Wo startest du? Wieder da bei der Mitte. War das hier? Ja. Ja, wie komme ich da runter?
Ich meine, ich kann dir auch gerne was grö... Oh, wie fett ist denn das Ding? Da sind drei, die mit unterschiedlichen Abständen. Okay, ich muss in der Mitte und dann Instant Four oder so. Ja, das klingt gut. Nice. Ah, oh, das ist ja schwierig, Digga. Hast geschafft. Okay. Hacker-wise, okay. We in. My boy. Ich bin in einem Raum. Da ist eine fette Tür, die verschlossen ist und ganz viele kleine Türen mit Farbkombinationen. Rosa, gelb, blau, grün. Schlüsselscanner. Also, pass auf. Ich hab 5 Portnamen. 5, 1, 5, 3, 3, 7. Warte, geh mal zurück. Geh mal geradeaus von dir. Warte, siehst du das große Tor? Ja. Das ist geradeaus. Okay, alles klar. Dann geh rückwärts. Also ich habe hier zwei Ports. Und zwar der eine, wenn du jetzt zum großen Tor blickst, geh mal ganz nach hinten, ganz nach hinten. Ja, ich so, sehe zwei guck Ports. Guck zum großen Tor. Der jetzt direkt rechts neben dir steht, ist mein Port 2 und der ein bisschen weiter rechts neben dir steht, ist Port 1. Weiter rechts, also der hier ist. Ja, Port 1. Das ist Port 1. Ah, Port 1, oder was? Ja. Scanne all diese farbigen Schlüssel von oben nach unten. Die Farben sind grün, rosa, blau. Merken. Grün, rosa, blau. Rein. Okay. Okay, warte. Grün. Ah, ich muss dir sagen. Okay, ich muss dir sagen, wann der Teil kommt und muss das einfärben. Okay. Okay. Ich sag dir dann den Detailpunkt, wann du grün drücken musst. Okay. Und grün. Rosa? Zu spät. Blau. Verdammt. Zu spät. Ich kann's jetzt nicht, musst du okay. Schneller reden. Merkst du dir die Reihenfolge? Ja, das passt. Und ich mach dann, ich sag einfach jetzt, okay. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Ja. Okay. Okay, dann hast du Port 2 gesagt. Das ist der, ist genau ja. Vor mir, ne? Genau. Das ist grün, rosa, blau, blau. Okay. Kriegen wir auch noch hin? Jetzt. Richtig? Oh yeah. Entsperren. Aber werden wir nicht alle öffnen müssen? Anscheinend. Geh mal durch. Oh lol, erforderliche Schlüssel 2. Ich glaube, wir müssen gar nicht alle öffnen. Lash. What the fuck? Oh, haben nicht nein. Okay, da ist eine Riesenwand. Die löscht es aber nicht. Okay. Du siehst, dass rechts ist eine Riesenwand, die auf mich zufährt. In die löscht es nicht. Und links ist der Löscher. Jetzt nach links. Ah, aber die Wand tötet mich. Okay. Good job, you've reached Cypher's server. Now go down its layers and neutralize the core. Okay, die Wand kommt auf mich zu. Okay. Jetzt hier nach links. Und jetzt geradeaus. Ah, er kommt von hinten. Ich auch. Warte. Kann ich schon mal hier nach links? Dann nach vorne. Okay. Okay, pass auf. Wir müssen dann jetzt ganz viele Wege. Ja, wir müssen jetzt, zwei Schlüssel holen. Der eine liegt jetzt von dir aus gesehen. Wir laufen mal in eine Richtung. Ja, da nicht. Also, die anderen zwei Wege. Okay. Ja, hier. Ja, genau. Ah. Welche machen wir? Oha, was kommt da für eine Ebene? Okay, da fällt einer, aber rechts bin ich anscheinend sicher. Da rechts ein kleinen Mini-Dings da. Mich da nach rechts. Dann löscht es dir bis dahin. Okay. Oh, ich.
Sorry. Ich bin unter mir gelöscht. Ja, oh, was ist denn? Hä? Hugo? Die Pfad sind wieder da. Aber diesmal echt viel länger. Aber wir haben es geschafft. Ich glaube, wir hätten theoretisch alle machen müssen. Hä, wir haben das geschafft. Ist das ein Bug gewesen? Wir haben das geschafft. War das ein Bug? Das ist ein Bug. Okay. Weil wir sind jetzt die Netzwerkschicht weiter. Ich habe hier mehr Progress. Der Port 1 ist genau derselbe, wie er vorhin war. Der hier. Ja. Okay. Gelb, grün, grün, gelb, rosa, blau. Gelb, grün, grün, gelb, rosa, blau. Okay. Jetzt. Uff. Digga, ich habe gerade all meine verbleibenden müden Hirnzellen damit verschwendet, die Kombination zu merken. Also pass auf, Port 2 ist jetzt auch neben dem ersten, aber halt nicht der, wo du vorhin warst, sondern der andere daneben. Jo. Das heißt, bereit. Es ist blau, grün, gelb, rosa, grün, gelb, grün, rosa. Das heißt blau, grün, gelb, rosa, grün, gelb, grün, rosa. Blau, grün, gelb, rosa, grün, gelb, grün, rosa. Ja. Easy. Jetzt. Das war einfacher als das davor. Oh. Ja, hier musste ich mir nur 4 Sachen merken. Bei mir sind die im Uhrzeigersinn aufgelistet. Und da konnte ich gerade die ersten 4 einfach per Uhrzeigersinn anklicken. Das heißt, die musste ich mir nicht merken. Hey, wir haben nur 2 entschlüsseln, damit wir rein können. Ja, rein. Okay. Okay, wir sind jetzt im Serverknoten. Was? Hä, hey, das eine haben wir echt übersprungen. Ich hab die 2 Schlüssel gar nicht. Ich meine, sollen wir recht sein? Okay. Stark. Das war ein Bug, das war definitiv ein Bug. Okay, nee. Ich hab Power Cell 1, Power Cell 2, Power Cell 3, Power Cell 4. Alle Betriebsbereiche. Same here. Man kann deaktivieren. Ist das eine Reihenfolge, soll ich einfach mal deaktivieren? Ich weiß nicht, ich habe nur dieselbe Auflistung. Deaktivieren wir. Okay, Power Cell 1 ist deaktiviert. Oh. Ja. Deaktivieren. Wir haben, glaube ich, echt viel übersprungen, kann das sein? Ich weiß nicht. Ich glaube, das war nicht das letzte. Das Spiel ist doch schon ein bisschen. Ist jetzt schon ein bisschen. Achso, zeitgleiche Handlung, sorry. Warte. 3, 2, 1, go. 3, 1, go. Hä? Wir haben, glaube ich, echt viel übersprungen. Nee, nur das eine, nur das mit den Schlüsseln. Aber sicher? Relativ, ja. Cypher hat jetzt gar kein. Oh, da ist ein Corona. Oh nein. Hä? Sicher? Ich glaube, das geht. Okay, keine Ahnung. Okay, dann würde ich sagen, wir spielen wann anders weiter, weil. Okay. Oder? Ja, es ist schon mega. Fast 12, das ist halt. Ich muss auch morgen früh aufstehen. Super. Ja. Dann passt das. 4 Missionen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Spiel noch geht. Ich glaube gar nicht, dass es so viele Missionen gibt. Aber die sind cool. Die Karte ist schon relativ voll, also. Ja. Also wahrscheinlich. Ja, sehr cool. Das Artwork gefällt mir sehr, sehr. Ja, mir cool. Gefällt auch diese individuellen Rätsel und ja. Einfach schön. Zusammenarbeiten muss, das mit dem Zug war sehr cool. Ich finde das auch sehr schön, diese ganzen Texte, die hinschreiben, diese Hacker-Texte und das finde ich alles so organisch. Oder auch wie das in Watch Dogs da war, mit den Leuten angucken und jeder hat so grob einen relativ eigenen Text. Finde ich schön. Okay, dann geht's beim nächsten Mal weiter. Okay. Oh yeah.